Kennen Sie eigentlich den Volker Heißmann? Nein, haben wir nie getroffen. Ich kenne ihn bloß vom Fernsehen, von Aufzeichnungen. Wie gefällt er Ihnen, wenn Sie ihn so sehen im Fernsehen? Naja, denn sein Gesicht auch nichts. Also ein Gesicht hat er, mein Fall wäre das nicht, ne? Aber lustig ist er, ein lustiger Kerl. Das ist Volker Heißmann. Das war ausgestopft. Und das. Und das. Und auch das. Er ist ein Multitalent, schlüpft in die verschiedensten Rollen und erobert so nicht nur die Herzen der Franken. Und so fing Anfang der 90er alles einmal an. Die Rollen ihres Lebens haben Rassau und Heißmann als die Witwen Waltraud und Mariechen gefunden. Die Spaßmacher als trottelige Seniorinnen mit fränkischem Mutterwitz und Komik. Bei der Fasnacht in Franken in Veitshöchheim sind die beiden Komödianten seit Jahren die Galionsfiguren. Alles können wir jetzt besser wie vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren haben wir ja noch gar noch nichts gewusst. Da hat man Talent und das Talent haben wir die letzten 25 Jahre geformt und geschliffen. Und da sind wir jetzt mittendrin und es wird in den nächsten 25 Jahren auch noch besser. Wir wollen mittendrin sein, wir wollen auch bei den Leuten dabei sein, wir wollen die richtig erleben. Und so sehen die sich auch. Sie sehen einen Spiegel vor sich. Allmächtiger, genau so ist es bei meiner Nachbarin. So habe ich das gesehen. Und deswegen kommen die ganz zu uns und sagen, die machen das ganz normale, fränkische Leben den Leuten aufs Maul geschaut. Volker Heißmann und Martin Rassau mit ihren Freunden Michael Urban und Marcel Gaste haben sich getraut. Ab 100 Mark Spende wurde man an der Decke verewigt. Ein paar tausend Mark an Sponsorengeldern konnten sie so einsammeln, der Rest war Risikokapital. Dass das Theater heute eine exklusive Adresse führt, hätten sich die Gründer damals nicht träumen lassen. Für die damalige Zeit war es eigentlich, wenn man es heute sieht, war es eigentlich noch damals noch günstig. 4 Millionen Mark, die wir da reingesteckt haben. Für 4 Millionen Euro würde es heute nicht mehr gehen wahrscheinlich. Man kann sich als Kind oder als Jugendlicher ja nicht vorstellen, dass man mal eigenes Theater hat. Dass man Musical, Komödien, Sketchprogramme produziert, selber entwickelt. Dass man im Jahr 300 Mal auf der Bühne steht. Das kann man sich alles nicht vorstellen. Das ging bei mir wirklich so Stufe für Stufe immer eins weiter. Wir werden so als Franchise-Unternehmen diese Komödien in 67 Länder auf dieser Welt bringen. Fränkisches Gschmarri in Nairobi, Chile, Peru, Moskau. 67, er zählt jetzt die 67 Länder auf. Ja. Da bin ich gespannt, ob er über 50 zusammenbringt. Das ist noch nicht alle Tage Abend. Nein, bestimmt nicht. Da sitzt er, Volker Heißmann. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Geburtstag. Ja, 50? Ja. Wie fühlt es sich an? Genauso wie 49, also nicht anders. Ja, bin froh jetzt, dass es rum ist, dass wir jetzt wieder normal weitermachen können, dass wir auf die Bühne können und dass man sich auf das konzentrieren kann, was am Abend passiert und nicht Angst haben muss, was man an seinem Geburtstag vielleicht alles falsch macht. Ja, ich meine, wahrscheinlich noch Restalkohol, oder? Ihr habt es durchgefeiert. Ja, so schlimm war es jetzt gar nicht. Wir hatten ja Premiere, du weißt ja selbst, Little Me, bist ja mit dabei. Und das war ein hartes Stück Arbeit. Und deswegen kann man danach dann auch nicht sich so gehen lassen, weil man hat ja auch jeden Tag Vorstellungen. Und das ist man seinem Publikum schuldig, dass man fit ist. Ein Leben für das Theater, das kann man bei dir ja wirklich sagen. Du stehst am liebsten auf der Bühne. Ja. Aber die Komödie aufzubauen war sicherlich auch nicht immer einfach, oder? Gab es da auch Momente, wo du gesagt hast, boah, was haben wir uns da angetan? Ja, das gibt es wahrscheinlich in jedem Beruf. Jeder hat solche Momente, wo die Kraft ein bisschen nachlässt, wo man Zweifel hat, Selbstzweifel hat. Aber das Schöne ist an unserem Beruf, dass wenn wir rausgehen und das Publikum ist da, das hebt uns wieder nach oben. Ein erster Lacher, dann weiß man, ah ja, man macht ja doch das Richtige. Und es hilft einem, es bringt so viel Kraft. Und deswegen machen wir es ja auch, dass wir die Menschen zum Lachen bringen dürfen. Jetzt habe ich dich schon mal auf dem Sofa sitzen. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Leidenschaft? Irgendwann muss das ja mal angefangen haben. Und in deinen Programmen kommt ja auch immer mal so ein bisschen was vor aus deiner Kindheit. So Geschichten, die du erzählst. Sind die denn halbwegs echt? Ja, die sind wirklich halbwegs. Es ist immer ein Stück Wahrheit dabei. Man tut es ein bisschen übertreiben. Aber was ich ja an meinem Geburtstag gestern erfahren habe, Viva Voce haben wir ein Geburtstagsständchen gesungen. Und die haben gesagt, dass sie recherchiert haben. Und am 9. März 1969, am Tag vor meiner Geburt, war die erste Peter-Alexander-Show.
Und die muss meine Mutter gesehen haben. Und das habe ich gehört. Dann habe ich gedacht, das will ich auch mal machen. Und dann bin ich geschlüpft. So, da muss ich jetzt raus. Ja. Genau, das muss raus. Du bist ja nicht nur in der Komödie in Fürth zu Hause, sondern auch auf den anderen Brettern, die die Welt bedeuten. Im Staatstheater, in Nürnberg hast du schon gespielt. Und jetzt eben, du hast schon angesprochen, Little Me im Stadttheater. Das hast du dir ja eigentlich quasi so ein bisschen selbst auch zum 50. geschenkt, oder? Das ja war ein bisschen Eigennutz, weil ich möchte mein 50. etwas Besonderes machen. Man ist nicht nur ein Sketchprogramm oder so, sondern was Besonderes. Und das Little Me, ein geschriebenes Musical für einen Komiker, der da in 6 Rollen schlüpft, 19 Umzüge hat, der verschiedenste Charaktere spielt, vom Alten über den Jungen, das ist gerade der Junge, der 16-Jährige. Genau, der 16-Jährige, ein bisschen groß für sein Alter. Genau, genau, der sich da verliebt in die Belle. Und dann muss sie quasi in sich verschiedene Männer verlieben und nach oben kommen. Das ist der alte 87-Jährige dann im Rollstuhl. Es ist halt toll, wenn man so verschiedene Rollen spielen darf. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Läuft noch bis 24. März im Stadttheater in Fürth und ist wirklich sehr sehenswert. Tolle Musik, tolles Ensemble, wunderbare Kollegen, die Nina Weiß, die Maya Hackford mit dabei. Also, das macht Spaß. Da bin ich der Franzose, französischer Entertainer von der Welt, Wahl die Wahl. Das glaubt ja immer niemand, dass da unglaublich viel Arbeit drin steckt, ne? Wenn man da so am Abend dann auf der Bühne steht. Aber 6 Wochen Probenzeit, wie ging es dir damit? Ja, anstrengend. Man ist von früh bis Abend auf der Probebühne und die Zeit dazwischen ist man im Büro und macht seine normale Arbeit. Die Komödie läuft ja weiter. Martin macht zurzeit sein Soloprogramm, Loma My Row. Also wir spielen quasi zu zweit auf 2 Bühnen zurzeit und es muss alles laufen, damit das Theater halt weiter. Geht, ne? 50 Jahre, was fehlt dir noch in deinem Leben? Viele Wünsche hast du dir ja selbst auch schon erfüllt. Mein 100. Geburtstag, der fehlt mir noch in meinem Leben. Genau. Ja, ist ja gerade erst die Hälfte. Genau. Genau. Von uns kriegst du ein paar hier Geburtstagskerzen. Ja, pust mal, vielleicht ein bisschen stärker, vielleicht passiert was. Schaffe ich nicht. Doch. Doch. Ja, hey. Wunderbar. Ihr seid auf alles vorbereitet. Ja, sehr gut. Ein tolles Studio haben wir. Wie ich sage, ein herzliches Dankeschön, dass du bei uns warst. Danke dir, Karin. Ja, alles Liebe. Weiter für dich.